Hallo Leute, ich bin Lou und ich stelle euch heute einen jungen Isländer vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um den Floki Young Malt. Hergestellt in der Einberg Distillery in Reykjavik auf Island. Wir kriechen heute also mal nicht durch die schottischen Moore, sondern machen einen kleinen Abstecher in den Nordwesten von Schottland, mitten rein in den Nordatlantik, kurz unterhalb des Polarkreises. Dort liegt die vulkanische Insel Island, 100.000 Quadratkilometer groß etwa, damit der zweitgrößte Inselstaat Europas, 350.000 Einwohner. Macht, wer rechnen kann, 3,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, Deutschland hat 230 Einwohner pro Quadratkilometer. Hat die jüngste Bevölkerung Europas und ist vor allem bekannt, natürlich auch durch den Fußball inzwischen, aber durch seine Weitläufigkeit und durch seine beeindruckende Landschaft. Nationalgetränk in Island ist Brennewien. Ein Aquavit oder auch ein klarer Kümmelschnaps, der auch der schwarze Tod genannt wird. Sehr spezielles Getränk, muss man probieren, mir hat das sehr gut geschmeckt. Whisky in Island. Seit 2009 gibt es die Einweg Distillery, die haben 2013 angefangen zu produzieren. Da haben sie Thor, ihren isländischen Gin, auf den Markt gebracht. Außerdem produzieren sie noch Viti, ihren eigenen Brennewin. Und, wie gesagt, den Floki Whisky. Großes Thema in Island ist Gerste. Das Klima ist extrem rau und die Sommer sind sehr kurz. Wenn die Glück haben, haben die so zwischen 2 bis maximal 4 Monate irgendwie einen sehr intensiven Sommer. Da kommt nicht viel Gerste bei raus. Trotzdem ist es Einweg extrem wichtig, aus 100% isländischer Gerste herzustellen. Schreiben sie auch immer überall drauf. Außerdem wird viel mit Handarbeit gearbeitet. Sie haben 4 Jahre und 163 Brennversuche gebraucht, um den Floki so herzustellen, wie er jetzt ist. Ich war ganz schön verwirrt bei den vielen Bezeichnungen, die sie haben. Ich habe das mir jetzt so sortiert. Wenn das falsch ist, korrigiert mich bitte oder erklärt einfach, wie es richtig ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt den Floki Young Malt, den ich jetzt für euch verkoste. 4 Jahre alt, gereift in 9 amerikanischen Weißeichefässern. Dann gibt es noch den Floki Single Malt, der ist 3 Jahre alt und hat in diesen jetzt ex-Floki Young Malt Fässern gelegen. Und dann gibt es, das ist übrigens dieser hier. Ja. An der Stelle danke an Wick, dass er mich mit den Samples versorgt hat. Und dann gibt es außerdem noch den Floki Schiebdung. Sobald ich dazu gekommen bin, den für euch zu verkosten, da habe ich dankenswerterweise von Kirschwhisky ein Sample bekommen, werde ich euch das Video hier irgendwo einbauen. Da bin ich super gespannt drauf. Der ist 2 Jahre alt und weil es ja in Island keinen Torf gibt, aber 3 Millionen Schafe, hat man sich einfach so gedacht, räuchern wir unser Getreide mal über Schaftung. Was ich so bisher gehört habe, spaltet dieser Whisky extremst. Ich bin, wie gesagt, super, super gespannt, wie er schmeckt. Ich mag ja so ein bisschen die speziellen Sachen. Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem Floki Young Malt. Wie gesagt, 4 Jahre neue amerikanische Weißeichefässer, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ich kann also auch eine Aussage zur Farbe treffen. Und das ist ein relativ dunkler Goldton, würde ich behaupten, so ganz rotzenfrech. Okay. Hat 47 Volumenprozent, kostet 50 bis 70 Euro. Es sei denn, ihr versucht, diesen Whisky in Island zu kaufen. Wesentlich teurer, extrem hohe Alkoholsteuer, noch höher als in Schottland. Aber ich kann es auch verstehen, weil wenn das dort 6 Monate dunkel ist am Stück, also ich glaube, ich würde auch Depressionen bekommen und... Ich habe den vorher noch nicht probiert.
Ich bin mal ganz, ganz gespannt. Oh, das kann ich aber schwer einordnen. Das riecht wie eine Mischung aus irgendwas total Süßem. Aber so kirschig, so Amarena-Kirsch. Und Gras, frisch geschnittenes Gras. Und ein kleines bisschen holzig. Ja, aber es riecht, vornehmlich finde ich, riecht der nach Amarena-Kirsch. So ganz wirklich quietschig süß. Und so ein bisschen Holz und Gras mit drin. Vielleicht bemerkt ihr, dass ich ganz krampfhaft versuche, mein Glas nicht zu schütteln. Das wurde schon öfter bemerkt, dass ich mein Whisky geschüttelt nicht gerührt nehme. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Das ist aber ganz schwer für mich. Sind immer, finde ich, schon etwas stärker, merkt man. Ich würde ihn trotzdem jetzt nicht verdünnen wollen, weil dafür schmeckt er eigentlich, er schmeckt super interessant. Es ist so eine, diese quietschige Amarena-Kirschnote ist schon noch mit drin, aber jetzt nicht so penetrant süß. Die ist wirklich super im Hintergrund und an sich schmeckt er sehr... Auch nicht grasig, so wie trockenes Gras, Heu, Stroh. Er schmeckt nicht nach Gras, aber nach trockenem Gras. Das ist wieder so ein... Okay. So, so richtig Stroh-Gerste-mäßig. Im Nachgeschmack ist er super sanft. Geht schon eher in den Honig, die Süße dann wieder. So ein bisschen schwerer am Ende. Leicht das Holzige mit drin. Also man merkt es fast so ein bisschen durch. Boah ja, der schmeckt total wie ein Heuschober, aber nicht so wie der 15er Cardio, der nach so einem schweren, heißen Sommertag schmeckt, sondern der schmeckt trockener, staubiger, ohne dass das jetzt schlecht ist. Der schmeckt... Ja, wie trockeneres Stroh, Heu. Wirklich so, als würde man in einem Heuschober stehen auch. Aber irgendwie auch anders. Dadurch, dass er diese leichte Süße hat. Diese Amarena-Kirsch-Süße. Hat aber auch ein bisschen mehr was noch... Boah, ich weiß halt nicht, wie feuchtes Gras im Vergleich zu trockenem Gras schmeckt. Aber irgendwas total in diese grasige, gerstige Richtung. Also irgendwas, was wir normalerweise nicht essen. So Tierfutter. Wow. Damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Es schmeckt super interessant. Ich habe wirklich den Eindruck, dass... hier der Unterschied nicht durch die verwendeten Fässer oder die Lagerung kommt, sondern dass hier, der schmeckt einfach schon mit dem Getreide anders. Ich muss nochmal probieren, um eine Bewertung abzugeben. Also zusammengefasst, sehr grasig, getreidelastig, vom Geruch her eher ins fruchtig-süße gehende, geschmacklich bleibt am Ende eher die honig-schwere Süße. Das Fass kommt immer mal so ein bisschen durch, aber so extrem holzig ist er nicht. Schmeckt fast so ein bisschen auch wie Hafer. Boah. Jetzt kommt gerade wieder diese Amarena-Kirschnote auf die Zunge. Also... Oh. Super interessant, geschmacklich, aber ich kann nicht immer 4 Punkte geben. Ich gebe 3,5 Punkte, weil
Er ist sehr, also geschmacklich was total anderes als alles, was ich bisher probiert habe. Ich finde, egal ob man nun einen Bourbon probiert, einen Irish Whiskey oder einen Speyside oder einen Islay Whiskey, die liegen, klar, man hat immer diesen Unterschied nach zwischen Torf und, ne, die sind geschmacklich meilenweit auseinander, aber das ist noch weiter weg. Das ist nochmal was ganz anderes gewesen. So was hatte ich noch nicht im Glas bisher. 3,5 Punkte von mir. Ich finde ihn total klasse. Probiert ihn selbst, aber ich finde ihn klasse. Übrigens hätte ich fast vergessen. Flukki Whisky wurde benannt nach Flukki Vilgerðarson oder auch bekannt als Hrafnar Flukki oder Rabenflukki, einem der ersten Entdecker Islands. Der Legende nach hat er im 9. Jahrhundert die Insel entdeckt, hat in den Westmännern überwintert, ist auf einen Berg gestiegen und hat um Island drumherum Eisschollen schwimmen sehen und so Island seinen Namen gegeben. Und Achtung, Spoiler an alle, die die Serie Vikings gucken. Ja, es handelt sich um diesen Flukki und ja, in der 5. Staffel entdeckt er Island. Das war der Flukki Young Malt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert ihn selbst und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auch ganz sicher gehen wollt, dass ihr keinen Whisky mehr verpasst, dann abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen oder schaut auf meinem Blog vorbei. Da habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky und bis dahin, Skål!